brennt sehr und ich wünsche mir den Sieg auch sehr. Ich weiß aber, was dafür auch notwendig ist, nämlich wirklich eine Leistung, die dann auch an unserer absoluten Grenze ist. Trotzdem muss man immer gucken, dass man ja nicht das letzte Spiel nochmal gewinnen soll, sondern das nächste Spiel gewinnen soll und dass es vielleicht auch andere Anforderungen gibt. Es ist sicherlich so, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist und ein gutes Spiel gemacht hat, dass dann auch die Spieler, die auf dem Platz standen, vielleicht einen kleinen Vorsprung haben für die kommende Trainingswoche. Die jetzige Trainingswoche war trotzdem lang und insofern habe ich auch zusätzliche Eindrücke gewonnen von einzelnen Spielern, von der Mannschaft insgesamt. Insgesamt eine Mannschaft, die schon vom Kader eine sehr hohe Qualität auch mit sich bringt, auch viele Positionen doppelt gut besetzt hat und sicherlich von der Qualität, die in der Mannschaft steckt, auch in andere Tabellenregionen gehört, als jetzt die erste Hälfte der Saison das vermuten lässt. Dass sie als Gruppe viel besser funktioniert, eine gute Kompaktheit hat, gemeinschaftlich auf unterschiedlichen Höhen sehr, sehr aggressiv verteidigt und dann vor allem auch immer wieder gefährlich wird, wenn es über hochgeschobene Außenverteidiger nach vorne geht, wenn sie mit ihren schnellen Leuten ins Umschaltspiel kommen. Und das sind so die Stärken, die die Mannschaft jetzt in den letzten beiden Wochen hatte. Trotzdem ist natürlich viel passiert, also vor allem auch ein neuer Trainer da. Und insofern verlassen wir uns auf das, was wir sehen. Natürlich sprechen wir auch mit Marvin darüber. Auch Marvin kennt natürlich Einzelspieler in Hannover. Wenn es da jetzt Fragen gibt, dann würde ich schon auf ihn zukommen. Und auch mit ihm darüber sicherlich sprechen, aber jetzt aktuell verlassen wir uns erstmal auf das, was wir auch an Bildern sehen, was wir für einen Eindruck von der Mannschaft haben und und Marvin konzentriert sich auf seine Aufgaben. Hängen geblieben ist da nichts. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit normal in dem Geschäft. Man beschäftigt sich mit vielen Spielern und natürlich sind die Wunschlösungen auch nicht immer realisierbar. Wie gesagt, das ist normal, aber da ist von unserer Seite in keinster Weise irgendwas hängen geblieben. Ja, sehr, brennt sehr und ich wünsche mir den Sieg auch sehr. Ich weiß aber, was dafür auch notwendig ist, nämlich wirklich eine Leistung, die dann auch an unserer absoluten Grenze ist. Insofern werden auch wir die Qualität, die wir zweifelsohne haben, komplett auf den Platz bringen müssen, werden auch als Gruppe besser funktionieren müssen als der Gegner und darauf liegt mein Fokus. Das für mich Entscheidende ist, dass ich mir überlege, was ich dafür zu tun habe mit meiner Mannschaft und darauf liegt mein Fokus und dann wenn man das macht, gehen dann vielleicht Wünsche auch in Erfüllung. Dass wir es mit einem Erfolgserlebnis, das sich dann auch auf der Anzeigentafel wiederfindet, schaffen würden, vielleicht das nochmal ein bisschen enger zu machen und vor allem auch etwas zu schaffen, was wir dieses Jahr noch nicht geschafft haben, nämlich 3 Spiele in Folge zu gewinnen. Ja, klar sind wir da im Austausch über die Dinge, die auch in der Transferperiode passieren können. Es ist halt so, dass wir schon eine große Überzeugung haben, was die Gruppe angeht, so wie sie jetzt auch besteht. Das teile ich auch nach den Eindrücken, die ich jetzt habe. Ich glaube schon, dass wir mit der Mannschaft auch konkurrenzfähig sind und nichtsdestotrotz ist es sicherlich auch so, dass in einer Transferperiode sich auch immer mal Dinge auftun können und dass wir sicherlich auch dann bestrebt sind für den Fall der Fälle, dass Dinge umsetzbar sind wirtschaftlich, wenn es nochmal zusätzliche Qualität irgendwo gibt für uns, uns dem auch nicht zu verschließen. Aber die Frage ist auch immer, wieso etwas im Winter möglich ist. Das ist auch immer ein bisschen komplizierter als im Sommer und insofern kann man es, glaube ich, so zusammenfassen.